Okay. Das ist doch gar nicht mehr so schlecht. Da haben wir doch schon mal eine Optimierung vorgenommen, die wir uns doch für den Kampf rüsten wollen. Ich bin immer noch enttäuscht, dass Ren ja nicht einfach richtig gut Cembalo spielen kann. Hm. Wo sie doch schon so unkonzentriert ist, dass sie Probleme hat mit dem Zähneputzen und so schwach, dass irgendwie alte Frauen sie im Armdrücken schlagen können. Okay. Schauen wir mal in unser Inventar. Also wir brauchen ja, wenn wir in den Tempel des Todes gehen wollen, brauchen wir auf jeden Fall Platz. Und wir brauchen eventuell bessere Gegenstände. Das sehe ich jetzt nicht unbedingt als Argument. Herr Shisi. Naja, da ist halt die Sache mit der Veredelung der Gewandtheit. Ansonsten ist er aber gar nicht so schlecht. Der braucht allerdings Bezauberung. Bezauberung für Waffen. Was haben wir denn da? Vergiftung 3, 4 und Mana-Entzug 6. Vergiftung 4. Zweimal Aquamarin, zweimal Droxlerit, zweimal Fossil, einmal Roteisenerz, zweimal Giftstein. Also die Aquamarine sind natürlich bitter. Ja, die sind hier oben. Davon haben wir nämlich nur zwei. Ansonsten, Droxlerit haben wir ausreichend auf jeden Fall. Fossile haben wir ausreichend. Roteisenerz, davon haben wir glaube ich auch mehr als genug. Ja, auf jeden Fall. Giftstein auch. Und dann wäre das ja auch nur eine Bezauberung und naja, ich weiß nicht. Und er nimmt uns ganz schön den Lebenspunkten weg, aber ansonsten hat ein bisschen mehr Fernkampfschaden, besseren kritischen Treffer. Der hat halt die 5 zur Gewandtheit einfach dabei. Und hat noch zusätzlich ein leeres Veredelungsfeld. Ich meine, das mit dem Magieschaden ist schon ein bisschen traurig, aber bis 77 Waffenschaden, das ist schon cool. Ich weiß nicht genau, woraus das berechnet wird, aber es hat ja, glaube ich, was mit der Stärke und dem Waffenschaden direkt zu tun. Ja, der ist eigentlich fast noch besser. Interessant, dass wir so viele gute Bögen haben. Okay, der scheint nicht ganz so gut zu sein. Aber ja, war halt mal ein guter Bogen. Okay, was haben wir denn für Veredelung? Sortieren, das hält ja hier keiner aus. Ah, wir haben hier sogar noch mal was für Gewandtheit, okay. Willenskraft. Ah, okay. Mana-Vorrat. Boah, das ist jetzt vielleicht auch gar nicht so schlecht. Warum werden die nicht nebeneinander angezeigt? Schwachveredelung der Stärke. Nicht schlecht. Schwache Veredelung der Nahkampfresistenz. Auch sehr wichtig, würde ich sagen. Also da hätten wir auf jeden Fall auch Veredelungen, aber ich finde es ein bisschen risky. Achso, ja, das kann ich natürlich auch mal lesen und dann haben wir wieder Platz im Inventar, ein bisschen mehr. Ich finde es natürlich risky, in so einen doch relativ gewöhnlich aussehenden Bogen mit solche Sachen reinzustecken, aber auf der anderen Seite
Warum eigentlich nicht? So, das ist der Bogen. Gürtel haben wir jetzt nichts Neues. Helm. Ach ja. Ja, ihr beschwert euch ja immer über diesen Helm. Wir haben ja noch die Wildwesenrüstung, ne? Ja. Die ist halt 242. Ja, vielleicht auch nicht so schlecht. Jetzt zur Willenskraft. Aura des Magieschadens. Ja, gut, das ist jetzt nicht so gut wie das andere. Oh, wow. Okay. Wo soll das bitte schöne Rüstung sein? Was gibt's jetzt als Bonus? 5 zu Fernkampf-Rüstungswert. Noch dazu. Aber der Rest ist gleich geblieben. Ich weiß nicht. Ich weiß, einige von euch finden das wahrscheinlich sehr toll, aber ich bin da so ein bisschen skeptisch. Also ich meine, wenn Renja wenigstens solche Badass-Tattoos hätte, wie manche von den Gegnerinnen, das wäre schon. Ja, ich weiß nicht. Achso, das war jetzt hier nichts Besonderes. Ich weiß nicht. Was hatten wir noch von Rüstung Rivellon-Wächter? Ja, ich glaube, die ist nicht ganz so gut tatsächlich wie die Wildwesen. Da ist die Wildwesen noch besser. Ich glaube, die hatten wir auch vorher an. Also jetzt vor der Blutstaffelrüstung. Ja, die sind auf jeden Fall auch nicht so gut. Wie sieht das mit den Helmen aus? Den können wir noch nicht aufsetzen. Und der ist jetzt nicht so spannend. Okay. Achso, ja, die Gürtel waren hier. Gürtel des Jägers. Jetzt haben wir wieder die Aura der Vergeltung, die haben wir angelegt. Wahrscheinlichkeit von 20% des Gegner, die euch Waffen- oder Magieschaden zufügen, einmal 24 Magieschaden erleiden. Naja, ist jetzt nicht so viel. So, das Niesen habe ich euch wieder rausgeschnitten. Hoffentlich denke ich dran. Halskette des Skorpions können wir noch nicht anlegen. Lobes Ehrenamulett ist jetzt nicht so, würde ich sagen. Es nimmt sich nicht viel. Und außerdem haben wir hier bei unserem Weisheit plus 2 dabei. Das werden wir natürlich beibehalten. Armreif. Mehr Waffenschaden. Einiges mehr Waffenschaden. 4 zu Fernkampfschaden, 2 zu Heimlichkeit. Achso, hier war der Untotenbeschwören nicht schlecht. Achso, und wir haben hier noch einmal das Veredelungsfeld. Ja, aber so gut war das ja jetzt nicht. Und bei den Ringen ist es natürlich immer so gemein. Oh, so viel Mana. Krass. So kritischer Treffer. Und die Entladung. Ah, ich hasse solche Entscheidungen. Ah.
Nee, das lassen wir auch. Sollten wir noch mal die Händler im Dorf besuchen? Was meint ihr? Also wir können uns ja einfach mal kurz durchklicken. Durchgucken, was die so haben im Moment. Ob es da was Neues, Interessantes gibt. Und ich glaube, dann muss ich erstmal zur Waschmaschine gehen, weil die steht jetzt, glaube ich, schon 20 Minuten mit der sauberen Wäsche drin rum. Ach ja. Ja, am Wochenende schaffe ich es dann endlich mal, solche Arbeiten zu erledigen. Und wenn ich das am Wochenende nicht schaffe, dann bleibt es halt komplett liegen. Immer ein bisschen doof. Ah, Drachentöter. Hat. Nicht reden, handeln. Sofort. Hattest du nicht noch. Ach hier, Helm der Beschützer. Magierüstung, Fernkampfrüstung. 2 zu Nahkampfrüstungswert. 1. Ach, der Wildwiesenhelm macht uns jetzt noch 2 zur Gewandtheit dazu. Stimmt, ich habe gar nicht bei dem Helm auf den Bonus geguckt. Ach ja, genau. Fernkampfresistenz, Lebenskraft, Intelligenz. Vielleicht könnte man die Lebenskraft mal kaufen. Was können wir die denn verkaufen? War er uns jetzt gut gesonnen oder? Ach Gott. Ja, zur Not verkaufe ich die ganzen Sachen bei Derek. Derk heißt er, nicht Derek. Habt ihr euch den Flegel vorgeknöpft oder wollt ihr sehen, was ich im Angebot habe? Aber sicher! Könnt ihr euch vorstellen, edle Mara, ich habe von genau jenem, von genau einem Totenbeschwörer, einem Mächtigen, gehört, der... Was macht sie da? Mit wem hier flirtest du? Der genau den gleichen Namen trägt wie dein Kater. Ich glaube, sie will mit uns flirten. Okay. Du riskierst nochmal einen Blick? Dabei ist sie eigentlich so ganz anders drauf, das verstehe ich nicht. So finde ich sie viel cooler. Ach ja, Geist des Waldes, genau. Ah, 1 zu Explosivpfeile. Aber es ist trotzdem im Vergleich zu der Weisheit, das will ich nicht aufgeben. Ist jetzt nicht so viel. Dann scher dich davon. Hast du mir nicht gerade noch so toll zugewunken? Naja, muss man nicht verstehen. Und ich muss gleich schon wieder niesen. Habt ihr die Geschichte der Drachen? Seht euch meine Waren an. Oh, vielleicht auch nicht. Oh, Entschuldigung. Ah ja, genau. Du hattest ja hier noch ganz viele interessante Sachen. Perle. Die cremefarbige, geschmeidige Perle bewegt sich sanft in eurer Hand. Dadurch zieht ihr die verzückten Blicke der Damenwelt auf euch. Ja, das habe ich schon mal gelesen, aber steht nicht in meinem
in meinen Notizen, das ich schon vorgelesen habe. Genau, die Malachite wollte ich auch mal noch irgendwann kaufen. Die sind sehr wertvoll. Was hast du denn Schönes bei der geringe spontane Entzündung? Geringes Gemetzel. Mhm. Begrenzte Magieschadenserhöhung. Begrenzte spontane Entzündung. Okay. Also wie das schon klingt, begrenzte spontane Entzündung. So ist spontane Entzündung, aber begrenzt. Also es lodert dann doch nicht das Chaos in Form von irgendwelchen Flammen da, sondern es ist dann nur in einem sehr begrenzten Radius. Okay, gut. Rüstungsbezauberung. Lebenslinie. Erhöht eure Lebenspunkte um 12. Hm, nett. Nahkampfrüstungswert um 3. Fernkampfrüstungswert um 3. Magieschaden. Hm. Geringe Aura des Magieschadens. Ja, naja, ist jetzt irgendwie. Kommt wieder! Ah, Drachentöter. Nur zu. So, und dir verkaufe ich jetzt Zeug. Ja, es kann halt natürlich sein, dass jetzt hier irgendwie ein Bogen dabei ist, der besser ist noch als dem, den wir zur Auswahl haben. Ich meine, der hier zum Beispiel, das klingt halt auch nicht schlecht mit den 17 bis 50. Auch kritischer Treffer 12%, auch ein leeres Veredelungsfeld. Ach so, da unten erhöhter normaler Schaden. Erhöht euren normalen Schaden um 20. Ah, deswegen war der so gut mit dem Schaden. Halt zu Gewandtheit. Ach, naja. Kritischen Treffer 8%. Ja, da ist schon viel Gutes dabei. Hm. Wir verkaufen mal Eugens Axt. Ich mag es zwar nicht, so einzelne Gegenstände zu verkaufen, also so diese einzigartigen, aber was will man machen? Okay. Wieder falsch geklickt. Ulfmars Axt ist jetzt halt auch nicht so. Weiß es nicht. Ja, bei Ulfmars Axt, nee, bei Eugens Axt hast du mich nicht gefragt, Spiel. Oh, okay. Ist gar nicht mal so schlecht eigentlich. Mit dem +3, +3, wow. Aber wir warten mal noch bis wir Amdusias Helm nutzen können. Das wäre, glaube ich, effektiver. Okay.
an. Du wolltest doch schon immer mal Flüsterholz haben, ganz bestimmt. Okay. Tja, was machen wir jetzt mit den Bögen? Diese Entscheidungen immer. Schlimm ist das. Bitte. Was für ein schöner Tag. Und ich muss zurück an... 173 von 180. Könnte gut gehen. Okay, dann machen wir das einfach so mit den Bogen. Mit dem Bogen. Genau, der nimmt uns halt ein paar... der nimmt uns nochmal Lebenspunkte mehr weg. Das ist natürlich schade. So eine Veredelung hatte ich eigentlich im Sinn. Gewandtheit, erhöhte Reflexe. Was macht nochmal erhöhte Reflexe? Zusätzlichen Schaden, wenn ihr einen kritischen Treffer landet. Okay. So, wenn wir jetzt Lebenskraft nehmen. Wie viel kriegen wir denn durch einen? 304, ja. Okay, vielleicht mal 5 Lebenspunkte dazu. Dann können wir das rein theoretisch alles wieder ausgleichen. Okay. Tja. Oder wir warten noch, bis wir noch eine bessere Veredelung kriegen. Ich weiß. 1 zu Gewandtheit, 1 zu Lebenskraft. Ja, das können wir halt hier auch einfach so spendieren. Das sollte man auch ein bisschen skillen. So. Sieht es bei den Fertigkeiten aus? Wir haben noch 4 Punkte. Schön. Hier dürfen wir noch nicht weiter skillen. Erst auf der nächsten Stufe. Wie tragisch. Ist halt die Frage, ob sich das mit den Giftfallen lohnt. Fernkampfangriffe. 9% mehr Schaden. Könnten wir halt auch eine Stufe weiter lernen. Zeit ist länger und, oh ja, ich glaube, wir brauchen mal eine neue Kreaturstufe hier. Hä? 3 bis 5 plus 1, nächste Stufe. Aber das ist doch genau das Gleiche, was gerade eben schon da stand. Ach so, wenn ich das jetzt hier weitermache. Ja, Stufe 14.
Okay. Ich würde sagen, ich mache eine kurze Unterbrechung, um zu gucken, ob ich doch noch niesen muss. Und um meine Waschmaschine leer zu räumen. Bis gleich.